Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu diesem Spiel, liebe Zuschauer. Am Mikrofon begrüßen Sie wie immer Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Wir freuen uns heute auf ein spannendes Spiel. FC Barcelona gegen AS Monaco. Also ich freue mich auf dieses Spiel, Wolf. Ich glaube, das wird unterhaltsam und das wird hochklassig. Robert Lewandowski ist ein super Spieler. Was kann er heute alles zeigen, Buschi? Wie siehst du es? Der Abschluss, klar, das ist die große Stärke. Ist immer wieder überragend. Man sieht das so oft, die Abwehr ist da, ist dran, aber dann ist das völlig egal. Das Tor fällt trotzdem und ich glaube, die Physik spielt da eine wichtige Rolle. Super dieses Zuspiel. Er bringt sie schon früh in diesem Spiel in Führung. Tor! So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Volland. Golovin. Wichtige Aktion. Oh, nun Busquets. Das könnte was werden jetzt. Pedri. Er hat den Ball. Wird da was draus? Golovin. Volland. Jetzt der Schuss. Tor Kevin Volland. Eins wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Lewandowski. Gut verteidigt. Ben Yedder. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Und dann der Ballverlust. Die Gefahr damit bereinigt. Lewandowski jetzt am Ball. Da ist De Jong. Gut gemacht, gutes Tackling. Jetzt ist der Platz da. Rafinha, klasse gehalten. Kein Problem hier, das Tor macht er ganz abgeklärt. Rückstand nach diesem Tor für Monaco. Spiel geht weiter. Jetzt Volland. Volland. Da fangen sie den Pass ab. Erstmal geklärt. Und Busquets. Und jetzt Lewandowski. Pedri mit der Chance. Hervorragend dazwischen gegangen, das war wichtig. Jetzt ist Platz für den Konter. Wissam Ben Yedder. Mit dem Ball De Jong. Guter Pass, ganz spannende Szene. Sie können sich befreien, tolle Aktion. Nachspielzeit ist angezeigt, es gibt noch eine Minute obendrauf. Zieht in die Mitte. Er zieht ab. Den Ball hält er gut. Das war's für diese erste Hälfte. Wir hören den Pausenpfiff.
Barcelona ist vorne zu Beginn dieser zweiten Hälfte, aber es ist knapp. Darauf kann man sich absolut noch nicht ausruhen. Volland. Nicht ungefährlich, Steilpass. Aber dann kommt doch nichts raus. Könnte was werden. Ball ist jetzt erstmal raus. Gute Parade. Golovin. Ist hier immer noch am Ball. Ist das das Tor? Sicher von Ter Stegen. Der Abschluss war aber auch zu schwach. Christensen. Das ist Pedri. Jetzt Robert Lewandowski. Der FC Barcelona gibt den Ballbesitz ab. Schöner Pass. Und dann ist die Defensive doch noch da. Weg ist der Ball bei diesem Steilpass. Und Lewandowski. Ballbesitz Lewandowski. Rafinha. De Jong. Riesenchance für Lewandowski. Die Chance lebt noch. Oh, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Die Trainer nutzen die Unterbrechung und wechseln beide. Sie nehmen die kurze Variante. Schönes Pressing jetzt. Sie gehen dazwischen. Klasse Aktion, Lewandowski. Ganz frei, aber das war stark gemacht. Boah, der war wichtig. Das wäre das Tor gewesen, eine Riesenparade. Wechsel bei Barcelona. Ball kommt kurz. Rafinha. Da zieht er ab. Tor für Barcelona. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Da muss er hin und holt sich den Ball. Pedri. So, viel Zeit bleibt hier nicht mehr und sie machen das jetzt auch clever irgendwo. Da kommt keiner dran und den Ballbesitz wollen sie einfach nicht mehr hergeben. Fairer Einsatz hier. Wissam Ben Yedder. Ball bei Kunde. Frenkie de Jong. Ah, guter Steilpass hier. Jetzt kann sich hier eine Chance entwickeln. Die Riesenchance. Ah, das war natürlich eine klasse Aktion. Ja, da hat man wieder gesehen, er behält einfach die Ruhe. Was für ein Torhüter. Also bei dem Spielstand kannst du so einen recht gut gebrauchen. Der ist noch heiß. Lewandowski, Ballverlust. Erneut Ecke. Sie spielen kurz. Franck Yannick Kessier. Damit ist dieses heutige Spiel also zu Ende. Der Sieg geht hier an die Gastgeber. Schöner Sieg, wichtiger Sieg. Auch in dieser Höhe wirklich verdient. Denn sie waren hier alles in allem die klar bessere Mannschaft. Von ihm hätte heute auch mehr kommen können, Buschi.